Hi liebe Leute, wir sind heute mal wieder mit einem weiteren Fahrtechnik-Video und heute das Thema, du gehst um einen Lenker, warum passiert das? Wir haben jetzt mal 5 typische Szenarien gesammelt, wo man über einen Lenker geht und was die Ursache und wie kann man das natürlich vermeiden in Zukunft. Wir machen ja viele Fahrtechnik-Kurse und wir kriegen immer wieder das Feedback von Leuten, die sagen, also vorher, vor dem Kurs, ich gehe häufig über einen Lenker, kannst du mir helfen? Und da denken wir immer, ui, okay. Das ist natürlich schon sehr krass, wenn Leute häufig über den Lenker gehen. Und deswegen ist es immer noch ein sehr aktuelles Thema, was wir heute mal mit euch im Detail besprechen. Ein typisches Szenario, warum Leute über den Lenker gehen, dass ihnen ein Fehler passiert in einer Steilpassage oder in einer Steilstufe, eine Geländekante, könnte man sagen, wo das Vorderrad halt absinkt. Ich habe jetzt hier mal so einen Drop-Zweck entfremdet, um euch das zu zeigen, was hier passieren kann. Also, Drop-Thema, Springe kommt später, aber hier das Szenario, man hat quasi einen Moment, wo das Fahrrad sich halt im Winkel ändert, Vorderrad sackt und da kann es passieren, wenn man zum Beispiel die falsche Fahrposition hat, dass man das Rad nicht runterlässt. Wenn man vorne bleibt, dann reicht halt eine kleine Bremsung oder vielleicht ein Hubbel, dass man sofort über den Lenker geht. Deswegen ist es wirklich wichtig, an der ausbalancierten Haltung, man sagt immer so zentral über dem Tretlager, so ganz salopp gesagt, zu arbeiten, und da gehört auch mit dazu, dass zum Beispiel der Sattel mal unterhalb nach vorne wandert und dann vor dem Schritt ist, weil wenn man das Rad runterlässt, ist es sicherer, als wenn man mit dem Rad runtergeht, weil dann geht es nämlich ganz schnell nach vorne. Deswegen zu allen Themen kommt jetzt in der Videobeschreibung ein ausführliches Video, wie ihr zum Beispiel die zentrale Position optimieren könnt und wie ihr dann auch für Steilstufen das Ganze anwenden könnt. Ein zweites Thema, wo es immer wieder over the bars, OTB, über den Lenker geht, sind Drops. Und da ist natürlich ganz wichtig, wo liegt da die Ursache? Das kann mehrere sein, zum Beispiel, wenn das Timing falsch ist. Der Drop-Impuls, also der Impuls, der dafür sorgt, dass das Vorderrad nicht sofort absackt, der kommt irgendwie zu früh, zu spät, genau. Oder er ist zu schwach, der Impuls. Das sind so mögliche Ursachen, aber die Hauptursache da ist natürlich in der Regel, dass der Bewegungsablauf für einen Drop oder für verschiedene Drops in verschiedenen Geländepassagen oder auch verschiedenen Tempo-Geschwindigkeiten, wenn das noch nicht voll automatisiert ist und man geht dann trotzdem auf Drops, dann kann es gut gehen mit ein bisschen Geschwindigkeit und Glück, aber es kann auch sehr gefährlich werden. Könnt ihr mal bei Pinkbike gucken, Fail Friday, da seht ihr immer wieder solche Videos, wo ganz klar ist, diese Person sollte diesen Drop noch nicht springen. Und wenn man zum Beispiel schon Drops wie hier gut meistern kann, aber man geht dann noch ein Stück höher und man hat noch kaum Erfahrung mit etwas mehr Zeit in der Luft zu verbringen, verliert dann das Pedal oder sackt dann trotzdem wieder ab und geht über den Lenker, da muss man sich wirklich Schritt für Schritt rantasten. Also back to the basics, Drop-Technik üben, Timing üben, auch mal einen starken Impuls setzen bei langsamem Tempo, einen schwachen Impuls setzen bei viel Tempo und dann wirklich in der Praxis Schritt für Schritt steigern, weil hier sind die Over-the-Bars-Stürze natürlich noch deutlich schmerzhafter als bei langsamem Tempo. Wenn wir schon gerade beim Thema Drops waren, ein anderes Bikepark-Thema, wo es immer wieder über den Lenker geht, sind Tables und natürlich dann im Endeffekt auch andere Sprünge mit Rampen, also Doubles, Gaps. Aber wir bleiben jetzt mal beim Thema Tables, die teilweise auch schon steiler geshaped sind. Hier haben wir es hier noch relativ entspannten, aber selbst in den Flow-Strecken sind manchmal Tables, die schon recht steil gehen von der Neigung. Und was da oft passiert, ist zum Beispiel, dass Leute im Absprung sehr weit hinten hängen, also über dem Hinterrad, als wenn sie irgendwie einen kleinen Manual machen, weiß ich auch nicht warum, ja, vielleicht Gewohnheit. Und dann kriegt das Hinterrad so ein Kick von der steilen Rampe und man hängt schon hinten und kann das nicht mehr irgendwie retten und kriegt so einen Vorwärtsstrahl, dass man dann Nosedive kommt und dann auch über den Lenker geht. Es kann auch andere Gründe haben, dass man über den Lenker geht, weil man sich einfach verschätzt im Tempo, im Absprungimpuls, aber leider auch wieder sehr schmerzhaft über den Lenkersprünge, weil hier schon eine Menge Geschwindigkeit und Fallhöhe inkludiert ist. Ja, dann die physikalischen Kräfte, die dann wirken, das tut schon sehr weh und geht schnell ins Krankenhaus. Das heißt auch wieder ganz klar, diese typischen Fehler muss man so vermeiden, indem man halt ganz doll von klein auf nochmal zurückgeht, an kleinen Sprüngen übt. Wer halt sagt, ich habe keine Möglichkeit, Sprünge zu üben, der soll sich vielleicht selber eine Rampe bauen oder eine mobile Rampe bestellen im Internet mit ein paar Leuten zusammen, dann ist auch nicht so teuer. Und dann wirklich das mal trainieren. Wie springt man aktiver ab? Wie fährt man mit viel Speed und drückt den Sprung eher weg? Man braucht häufige Wiederholung, um sicher damit zu werden.
Bei den Sprüngen ist ähnlich wie bei den Drops, aber auch bei den steilen Stellen wieder die Kopfsache natürlich ein Thema. Und da ist oft so, wenn man sehr starke mentale Struggles hat, Blockaden, liegt es auch oft daran, dass man sich vielleicht zu schnell gesteigert hat und dass man direkt Sprünge macht, die noch gar nicht in der Komfortzone und in einem automatisierten Bewegungsabläufen drin sind. Dann ist es wirklich auch klar, dass diese Angst, dass man da vielleicht stürzt, wirklich berechtigt ist. Deswegen da wieder Fahrtechniktraining, deutlich üben, dann sich langsam steigern. Und natürlich beim Sprüngen hat man ein bisschen mehr Fehlergefahr als jetzt bei langsam technisch schwierigen Trails, weil natürlich auch Könnern passiert das manchmal, dass sie sich irgendwie ein bisschen verschätzen beim Sprung und dann doch ein bisschen nose-heavy kommen. Deswegen Protektoren anziehen, Schritt für Schritt steigern. Wenn ihr schon ein sehr hohes Level habt und ihr wollt einen sehr großen, schwierigen Sprung machen, mal die anderen Fahrer genau beobachten, wie springen die ab, wie viel Geschwindigkeit haben die, um halt da oder sich vielleicht mal einen Sprung ziehen lassen, um auch da möglichst die Fehlergefahr zu verringern und sicher dabei zu werden. Also, ein Thema über den Lenker gehen aufgrund von Bremsfehlern. Das passiert häufig bei Anfängern und bei Leuten, die mit mentalen Blockaden und Stress zu tun haben. Das heißt, ein zu abruptes, zu starkes Vorderradbremsen an der falschen Stelle vielleicht noch führt zum Gehen über den Lenker. Und wie gesagt, das kann bei Anfängern passieren. Also wenn ihr jemanden habt, den ihr gerade zum Biken bringt, dann klar, ihr wisst, eigentlich ist die Vorderbremse so wichtig. Aber denkt daran, manche Leute kennen halt nur von ihrem, keine Ahnung, Trekkingrad oder von aus der Kindheit, dem Kinderrad, entweder halt voll krass bremsen oder gar nicht. Und wenn die diese dosierte Bremsen noch gar nicht irgendwie automatisiert haben, ist es eine reelle Gefahr, dass Leute wirklich auf einmal zu stark die Vorderbremse gehen und über den Lenker gehen. Genau, und bei Körnern ist es eher so, die Gefahr nicht mehr so groß. Was mir selber schon mal passiert ist, dass ich mich bei einem Hinterradversetzer in einem Spitzkernteil ein bisschen verschätzt habe, ein bisschen zu viel Impuls gegeben habe und dann doch auch über den Lenker gegangen bin. Gott sei Dank nicht wehgetan, weil es war langsames Tempo und Glück gehabt, dass ich da nicht in einen Stein reingefallen bin oder so. Und deswegen passiert das, dieses Fehlerbremsen häufiger bei Anfängern. Und was kann man da machen? Wirklich denen nochmal helfen, dass sie das dosierte Bremsen üben, vielleicht in der Trockenübung und dann Step by Step natürlich im Gelände. Aber nicht davon ausgehen, dass das jeder schon von Tag 1 super beherrscht. Und diese Gefahr, der über den Lenker gehe, ist da bei Anfängern halt dann besonders groß. Ein weiteres typisches Szenario, über den Lenker zu gehen, liegt in der Linienwahl. Klar, man könnte sagen, teilweise vielleicht einfach in der Geschwindigkeit, wenn man da ein bisschen zu viel gibt. Weil es gibt immer wieder Momente, wenn man die Linie nicht trifft und da ist ein kleiner Baumstumpf an der Seite, kommt man mit dem Pedal dran oder vielleicht mit dem Vorderrad und dann geht man auch sofort über den Lenker. Das heißt, diese Gefahr kann man natürlich nicht komplett vermeiden, gerade wenn man in Richtung Racing geht, also Enduro Racing und Downhill Racing. Ganz klar ist immer ein kleines Restrisiko, wenn man ans Limit geht, dass man die Linie nicht trifft. Aber sonst würde ich sagen, trainiert auf jeden Fall das vorausschauende Fahren, dass ihr einen sehr guten Blick bekommt. Wenn ihr eher jemand seid, der das nicht so gut kann mit dem neue Trails, schon schnell und straight zu fahren, also ich bin zum Beispiel auch nicht so gut, wenn ich blind quasi neue Trails fahre, dann fahre ich erstmal langsamer und ich muss dann nicht den anderen schnell im Hinterrad bleiben, weil wenn ich die Linie nicht kenne und kann sagen, es geht wirklich schnell, gerade diese Pedalaufklipper, dass man mit dem Pedal irgendwo hängen bleibt, passiert immer häufiger, die Tretlager sind tiefer als vor 10 Jahren und wenn man dann zum Beispiel aus einer Kurve raus beschleunigt und man pedaliert schon, und dann ist ein Pedal unten, in dem Moment ist da irgendeine dicke Wurzel, zack, klippt man auf. Und selbst die besten Fahrer kann das passieren, deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr nicht irgendwie Rennen gewinnen müsst oder so, dann geht ihr lieber auf Nummer sicher, macht das vorsichtiger bei der Linienwahl, bei der allgemeinen Fahrweise und schaut immer gut voraus, so könnt ihr das Risiko von typischen über den Lenker gehern in dem Szenario vermeiden. Ein weiteres Szenario und vor allen Dingen eine Ursache für häufig über den Lenker gehen, und das haben wir in den letzten Jahren quasi zunehmend beobachtet, ist, dass Leute permanent mit viel Druck am Lenker fahren, das heißt auch viel Gewicht auf dem Lenker haben, ein Teil des Körpergewichts. Ich sage nicht, dass man irgendwie immer einen lastenfreien Lenker hat, wie man das so in der Fachsprache nennt. Es gibt oft Szenarien, wo man schon in den Händen ein bisschen spürt, dass da ein bisschen Last auf dem Lenker wirkt, aber wenn zu viel des Körpergewichts auf dem Lenker lastet, dann reicht so eine Wurzel hier und man geht über den Lenker. Weil ihr könnt das mal, ihr werdet das sehen, das ist eine Hebelwirkung. Wie schnell das geht, dass man hier über den Lenker geht, wenn hier viel Gewicht ist. Und wie viel besser es geht, wenn man das Gewicht mehr über dem Tretlager hat, wenn die Kraft von hier wirkt. Und das, ja, das ist simple Hebelphysik, um das mal ganz, ganz simpel zu sagen. Und also wenn ihr wirklich sagt, und das haben wir oft in Kursen, dass Leute sagen, ich gehe irgendwie ab und zu mal über den Lenker, dann prüft das mal bitte.
Wie fühlt sich das an, wenn ihr Abfahrt seid? Habt ihr da wirklich viel Druck, Last in den Händen? Und genau, filmt euch gerne mal selber, guckt, ob die Körper-Bike-Trennung funktioniert, das Rad sich unter euch bewegt oder ob ihr das Gefühl habt, ihr werdet mit dem Rad immer mitgenommen. Genau. Deswegen würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, welche üblen Lenkererlebnisse hattet ihr schon so? War es eher bei Sprüngen, war es eher bei Steilpassagen oder war es einfach nur diese Anfängerphase, wo ihr noch nicht wusstet, links Vorderradbremse, keine Ahnung, und dann zack, über den Lenker gegangen. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Anekdoten, ich hoffe natürlich ohne Verletzungen. Ich hatte auch schon mal lustige Geschichten über den Lenker, in meiner Jugend vor allen Dingen. Einmal die Bremse nicht richtig eingestellt, war eine Felgenbremse und dann ist die Bremse in den Reifen und dann in der Landung direkt über den Lenker. Also ich weiß, wie sich das anfühlt und deswegen hoffen wir, dass wir das möglichst vielen zukünftig ja, vermeiden können mit unserer Hilfe, mit Tipps. Schreibt mal rein in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.